Was können die Artefakte der Hogwarts-Gründer eigentlich wirklich? Das und mehr jetzt in diesem Video. Das heutige Video wird sich also mit den vier alten Artefakten der Hogwarts-Gründer befassen und was sie tatsächlich für Fähigkeiten haben und was sie können. Diese Frage hat mich und viele andere verwirrt, denn im Grunde wissen wir nur, was zwei der Artefakte tun und was die restlichen Objekte betrifft, ist es ein graues, nebliges Gebiet. Trotzdem habe ich eine umfangreiche Nachforschung über die vier Artefakte angestellt und bin ziemlich zuversichtlich, dass ich im Detail erklären kann, was jedes davon tatsächlich tut. Also lasst uns direkt beginnen. Es gibt also vier Hauptartefakte, was keine Überraschung ist. Sie sind alle magisch, was auch keine Überraschung ist, und gehören jeweils den vier Hogwarts-Gründern. Es ist wirklich faszinierend, wenn man darüber nachdenkt, dass jedem Gründer ein Gegenstand zugeordnet ist, der mit ihren Berufen oder der mächtigen Magie, die in ihre Erschaffung eingeflossen ist, assoziiert wird. Die vier Artefakte sind natürlich das Schwert von Godric Gryffindor, das Diadem von Rowena Ravenclaw, das Medaillon von Salazar Slytherin und der Becher von Helga Hufflepuff. Unglaublicherweise haben diese Artefakte den Test der Zeit überlebt, fast 1000 Jahre, um genau zu sein. Einige gingen verloren, aber alle existieren noch. Und jedes Objekt hat eine magische Kraft, über die ich heute sprechen werde. Wie bereits in der Einleitung erwähnt, kennen wir die Kräfte von zwei der Artefakte, aber es gibt trotzdem Hinweise auf die Kräfte der anderen beiden. Fangen wir mit denjenigen an, deren Macht wir kennen. Das Schwert von Godric Gryffindor ist ein mächtiges und legendäres magisches Artefakt mit einer reichen Geschichte in der Zaubererwelt. Es ist das bekannteste Artefakt, da es heute noch im Büro des Schulleiters von Hogwarts zu sehen ist. Es wurde angeblich von Ragnok, dem ersten und größten Koboldschmied aller Zeiten, geschmiedet und von Godric Gryffindor gekauft, der es bis zu seinem Tod trug. Das Schwert behauptet, Eigentum der Koboldgemeinschaft zu sein, da, nach koboldischer Tradition, alles, was von einem Kobold geschmiedet wird, nur für die Lebenszeit des Käufers ist und nach dem Tod zurückgegeben werden muss. Es ist also kein dauerhafter Kauf. Godric benutzte das Schwert, um die Schule und ihre Schüler zu beschützen. Es wurde zum Symbol des Hauses Gryffindor und wurde über die Generationen hinweg weitergegeben und tauchte immer wieder auf, wenn ein Zauberer aus Gryffindor es am meisten brauchte. Eine bemerkenswerte Kraft des Schwertes von Gryffindor ist seine Fähigkeit, Horcruxe zu zerstören. Horcruxe sind Gegenstände, die ein Stück der Seele eines Zauberers enthalten. Diese Kraft wurde während der Ereignisse in der Kammer des Schreckens erschaffen, als Harry Potter das Schwert benutzte, um den Basilisken zu zerstören und dabei sein Gift absorbierte. Das Schwert hat auch die Fähigkeit, zwischen reiner und unreiner Magie zu unterscheiden. Wenn ein Zauberer mit einem reinen Herzen das Schwert schwingt, erstrahlt es im hellen Licht. Wenn ein Zauberer mit unreinem Herzen versucht, das Schwert zu benutzen, wird das Schwert nicht reagieren. Dies machte das Schwert von Gryffindor zu einer mächtigen Waffe gegen dunkle Magie und ein Symbol für die Tapferkeit und den Mut, die mit dem Haus Gryffindor verbunden sind. Gerüchten zufolge war es auch Voldemorts letzter Horcrux, den er machen wollte, da er die drei Artefakte in Hogwarts verwandelt hatte. Aber dies war reine Spekulation und Voldemort hat das Schwert nie in seine Hände bekommen. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, falls es dich interessiert, also guck's dir gerne mal an, warum Voldemort nie versuchte, das Schwert von Gryffindor in einen Horcrux zu verwandeln. Als nächstes haben wir das Diadem von Rowena Ravenclaw, bekannt als der letzte Diamant von Ravenclaw. Es wird angenommen, dass es von Rowena Ravenclaw selbst geschmiedet und geschaffen wurde, die mächtige Magie in seine Erschaffung investierte. Das Diadem soll eine wunderschöne Tiara sein, die mit schimmernden Diamanten und komplizierten Gravuren verziert ist. Es wurde angeblich mit magischen Kräften ausgestattet, die Intelligenz und Weisheit desjenigen steigern, der es trägt. Es wurde nachgesagt, dass es mehrere einzigartige Kräfte besitzt, darunter die Fähigkeit, die Intelligenz und Weisheit des Trägers zu steigern. Es wurde auch behauptet, dass das Diadem dem Träger die Fähigkeit verleiht, Vision und Voraussicht zu gewähren. Es wurde jedoch auch gemunkelt, dass das Diadem eine dunklere Seite seiner Macht hatte. Das Medaillon von Salazar Slytherin ist wahrscheinlich der erkennbarste Horcrux. Das Medaillon soll mehrere einzigartige Kräfte haben, darunter die Macht, die Emotionen und Gedanken derer zu beeinflussen und zu kontrollieren, die damit in Berührung kommen. Es soll eine negative Wirkung auf diejenigen haben, die es tragen, indem es Gefühle von Wut, Hass und Negativität an die Oberfläche bringt. Das Medaillon soll auch die Macht haben, die Gedanken und Erinnerungen derer zu manipulieren, die es berühren.
Helga Hufflepuff selbst, bekannt für ihre Großzügigkeit und Gerechtigkeit, wird oft mit jemandem in Verbindung gebracht, der die Macht hat, diejenigen zu erkennen und auszuzeichnen, die wirklich ehrlich und gütig sind, während sie gleichzeitig in der Lage ist, diejenigen zu identifizieren und zu entlarven, die betrügerisch oder manipulativ sind. Es wurde gemunkelt, dass der Becher genau dies tun könnte, wenn die betreffende Person aus dem Becher trank, egal ob es sich um Wasser oder auch eine andere Flüssigkeit handelte. Ein weiteres Gerücht, das meiner Meinung nach berechtigt ist, besagt, dass der Kelch in der Lage ist, Essen und Trinken für Reisende zu produzieren, die sich verirrt haben. Ich werde diese Theorie ein wenig weiter ausbauen, also bitte ich um ein wenig Geduld, während ich fortfahre. Der genaue Mechanismus, mit dem der Hufflepuff-Becher Essen und Trinken repliziert hat, wurde nie wirklich vollständig verstanden. Einige glaubten, dass es sich um einen einfachen Zauber handelte, den Helga Hufflepuff auf den Becher gelegt hatte. Andere glaubten, es sei eine Eigenschaft des Kelch selbst, eine Manifestation seiner innenwohnenden Güte und Großzügigkeit. Ungeachtet der Quelle seiner Macht war klar, dass der Kelch die Fähigkeit besaß, eine unbegrenzte Menge an Speisen und Getränken zu erzeugen, indem er einfach mit einer kleineren Menge irgendeine Art von Nahrung oder Flüssigkeit gefüllt wurde. Je mehr aus dem Becher entnommen wurde, desto mehr würde er produzieren, sodass die Bedürftigen niemals hungern oder dursten mussten. Es wurde behauptet, dass der Becher sogar Nahrungsmittel und Getränke produzieren könnte, die den Geschmack und die Vorlieben des Benutzers widerspiegeln würden. Beispielsweise würde der Becher süße Speisen für einen Süßliebhaber produzieren, während er herzhafte Gerichte für jemanden, der sie bevorzugt, herstellen würde. Der Kelch war besonders attraktiv für Reisende und Bedürftige, da er eine Nahrungsquelle bot, die auf ihre individuellen Bedürfnisse und Wünsche zugeschnitten war. Es wurde jedoch auch gemunkelt, dass der Becher eine dunklere Seite der Macht hatte. Diejenigen, die den Kelch für ihre eigenen egoistischen Vorteile nutzten oder keine reinen Motive hatten bei der Sache, würden feststellen, dass die Speisen und Getränke, die aus dem Becher kamen, in ihrem Mund zu Asche werden würden. Dies wurde als eine Warnung von Helga Hufflepuff betrachtet, um diejenigen, die den Becher benutzten, an die Wichtigkeit von Freundlichkeit und Großzügigkeit zu erinnern. Und das war's schon mit dem heutigen Video darüber, was die vier alten Artefakte der Hogwarts-Gründer tun und wie sie funktionieren. Falls dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like und ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Wenn ich etwas vergessen haben sollte, schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.